Ja, hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terra. Ich habe mir die zwei Pilze in der komischen Gifthöhle geholt, wo auch ein Setzling war. Und dann brauchte ich erstmal Buffo hier, diese komischen Kapsel. Und die gibt es hier. Und da haben wir noch so einen Glockenzweig gefunden. Aus Versehen. Der stand hier, gar nicht gewusst, dass da noch einer ist. Und ich dachte, ich hätte schon die ganze Gebiet hier in der Prärie abgeschlossen, so. Ja, das hier ganz normal, ne? Grün. Kapsel. Okay. Können wir welche einsammeln oder haben wir voll? Voll. Gut. Auf zum Koch her, dann werden wir die Zutaten zubereiten. Ne, es sind bloß grüne gewesen. Oh, toll. Hält mir gerade auf, Kochzutaten. Hier. Ne, sind violett. Alles klar. Ich hatte gerade Angst schon. Kriegte schon Schweißausbrüche, dachte schon. Na toll. Dass wir hier die umsonst geholt haben. Aber man kann sie ja aufwerten, ne? So. Bin einfach mal hierher, weil hier ist eine Kochstelle. Da. Dann können wir die erstmal herstellen. So. Kochen, Rezepte. Jetzt können wir zweimal herstellen. Gut. Ja, komm. Muss man überlegen, haben wir noch Platz? Lalalala. Durchnässt. Nun gegen. Okay, ja. Beutel ist voll. Ja, wir packen gleich mal einen raus oder wie. Oder noch was. Mal gucken. Ah, dann noch nicht. So. So. Das sieht schon mal gut aus. Schaden gegen RDA. Der Gunst im Navi. Clans, ach komm. Bad back ist es weg. Ja. Hätte man als Favorit machen sollen, ne? Da ist er ja. Okay, bumm. Nochmal kochen. Scheint aber ganz gut zu sein gegen, ne? Feuer. Ja. Gut, ich meine, denk mal, die Spielerentwickler haben sich gedacht, wenn die Leute das vorher machen, ne? Die Nebenquests, dann haben sie auch so eine. Dann kommen sie mit der Hauptquest da, wo viel Feuer ist, besser klar. So, jetzt müssen wir die noch abliefern. Im Kreis? Im Kreis, das ist ja. Warte mal, nee, da sind wir falsch. Lululul, der Kreis, Höhenprärie ist hier, ne? Der Kreis. Kinn ist meistens beim Zelt des Käsemachers im Kreis. Okay. Wo, ach, wo ist jetzt der Kreis? Gibt es hier keine Schnellreise? Hallo, Schnellreise? Müssen wir dichter ran oder was? Da ist die Quest, okay. Hä? Willst du mich ja hier? Okay, manchmal ist das ganz tricky. Dann kann man manchmal auch jetzt Olaf verstehen, wenn er sagt, oh, ich sehe das nicht, ich kann nicht schnell reisen. Ja, da muss man sich die Karte ein bisschen bewegen, ne? Um den richtigen Punkt zu treffen. So, zum Käse macht. Das war ja hier hinten irgendwo. Das war doch da, wo er wo schon mal morgen melken sollten, ne? So. Wir lassen die ersten anderen erstmal alle links liegen. So. Ei, 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 ei. Genau, die saßen noch hier irgendwo drinnen. Da. Von meinem Sange wird dir ganz warm werden. Ja, probieren wir unser hier, hä? Kin, ich möchte im Namen Setrals, der Kamettiere, handeln. Setral? Den Namen habe ich ewig nicht gehört. Ich hoffe, es geht ihr gut. Hast du an Epi für mich? Ja, habe ich. Wundervoll.
Die Herstellung und auch das Genießen von Gan-Ebbe ist immer faszinierend. Man trinkt es nicht einfach. Jeder Schluck ist etwas Besonderes. Die, die geduldig sind, werden verstehen, was ihnen der Gan-Ebbe sagen will. Sie blicken hinter die dunkle, scharfe Barriere und entdecken eine Vielfalt an Aromen. Trinkt man es, hat man das Gefühl, einen guten alten Freund zu treffen. Hier, Sakrumich. Grüß Setral bitte von mir. Ja, machen wir. Wir müssen noch zum anderen, ne? Oh, neues Rezept. Was für ein Rezept haben wir diesmal? Hier. Der ist schon automatisch schon gesprungen. Sorry. Da unten. Geruchsblick. Du kannst verwundete Wildtiere aufspüren, ohne die Navigation zu aktivieren. Und Segen der Sphäre 2. Du verursachst 40% Schaden gegen Wildtiere. Scharfe Kräuter und Zackrohmilch brauchen wir. Oh Gott. Wo kriegen wir die denn immer bitte schön her? Die Zackrohmilch? Hier ist Zeit vergehen lassen. Jetzt müssen wir noch zu Relun, hier zum Heimatbaum. Auf geht's, Heimatbaum. Blablabla. Nee. Wollte rauszoomen, so. Heimatbaum, das ist doch wieder hier unten. Nee, Kinglerwald? Doch, da ist der Heimatbaum. Das Versteck mit den Rebellen, da ganz am Anfang, das ist ja zerstört. Da kommt man ja nicht mehr hin. So. Nun sollen wir nochmal rumgehen. Unser Freund hier. So, warte mal kurz. Ja, der ist beim Kochen. Sind beim Hintergang hier, ne, oder? Jetzt ist die Zeit zum Handeln. Genau, jetzt ist die Zeit zum Handeln. Gehen wir mal hin. So. Ich habe keine Zeit für neue Schüler. Ich bin kein neuer Schüler, bin ein alter. Relun, ich möchte im Namen Setrals, der Kamettire, mit dir handeln. Setral? Ich erinnere mich an ihren Handelsposten. Immer ungewöhnliche Zutaten. Oh. Was hast du also für mich? Gan-Ebbe. Eine Spezialität. Gan-Ebbe kenne ich. Ein besonderer Geschmack. Eine Herausforderung. Ein vertrauter, komischer Geschmack. Aber auch anmutig irgendwie. Ein Geschmack, der sich genau wie ein Ikran einfach nicht einfangen lässt. Jeder Schluck bringt etwas ganz besonders Geheimnisvolles mit sich. Ist gut, gib Cetra den Nektar. Ihr Handelsposten war immer eine Inspiration. Gut, machen wir. So, Blick ins Protokoll. Haben wir wieder was Neues? Rezepte sind wir ja schon. Die sind ja hier unten, ne? Oder? Ach, hier. Reluns Fruchttee. Da brauchen wir Schicksalsfrucht, Waldnektar, Wiebe, Barbe. Oh, naja, Gott. Okay. Mal gucken, was das für Empfang hat. Wonach suchst du denn heute? Weiß ich noch nicht. Was hast du anzubieten? An Zutaten. Ach, hier kriegen wir den. Duftende Kräuter, okay. Ich dachte, kriegen wir jetzt hier so ein Sakrumilch. Aber nee. Scharlachpilz. Grabbeerenfrucht. Schlammkriecher. Bla, bla, okay. Ja, ist voll. Da kriegen wir irgendwie besonderes Essen. Nö. Also dann. Also dann. So. Wie hält sie? Rumsitz leider auf. Ach, wir müssen wieder zurück, Leute. Was benötigst du? Nix, du hast nix. Tut mir leid. Pfleg deinen Bogen gut. Kenne ich dich? Nein, du kennst mich nicht. Du kennst mich nicht. So, wie geht's am einfachsten? Quest. Quest. Terra, konzentrier dich, wo du hin willst. Aromen der Vergangenheit, das machen wir gerade, ne? Ja, Aromen. Auf der Karte.
Krummsitz auf Heilhütte. Wo ist hier der Krummsitz, bitteschön? Warum wird uns das jetzt nicht wieder nicht angezeigt, wo wir hin sollen? Komisch. Leitau findet, dass diese Beeren reif sind. So, Quest. Ach, gar nicht verfolgt, deswegen. Warum da automatisch mal ausschalte, verstehe ich nicht. So. Krummsitze ist wieder irgendwo da oben. Hier ist halt noch ein Blockzeug zu sein. Müssen wir jetzt echt da hochklettern? Na toll. Dann machen wir hier schnell Reise. Fliegen wir hoch, ne? Aber auf den Bäumen gibt ja auch mal Pilze. Aber die grünen, die Salbei, die wachsen ja nur in der Höhle. Das habe ich schon mitgekriegt. So. Da oben, da oben. Komm her, mein Freund. Mein liebstes Reittier. Unser Fluggerät. So. Sorry, vorbeigeflogen. Ja, der hat auch keinen Wegpunkt gesetzt. Er fliegt ja viel. Er fliegt ja viel mit seinem Radar, mit seinem Kompass. Also Olaf leider nicht nutzen kann. Alles gut da hinten? Okay. Nee, erstmal plündern, bevor wir was machen. Gut, was ist das hier? Materialkorb. Okay, kriegen wir Flammkriecherfisch. Schwebende Wolken, oder? Diese Samen. War Manwe irgendwann hier? Sehen eher aus wie Kacke. Finde Manwe, indem du Takaris Geschichte folgst. Größten weinenden Riesen. Er stieg zu den Schalen oben auf den Gipfel, um seine Sorgen zu lauschen. Boah. Wie, wo jetzt? Da hoch? Okay. Gut, dass du hier gelandet bist. Gibt's hier noch was zum Einsammeln? Moment. Ja. Ist ja ein richtiges Looter-Spiel. Ja, warte mal. Oh. Nehmen wir mal den Wegpunkt raus. Da wird's. So. Lässt sich besser fliegen, ehrlich gesagt. Mit dem Kompass. Als wenn man am Laufen Meter hier. So. Komm, ein bisschen essen. Essen mal was. Will er nicht. Also muss sagen, ich habe mal versucht mit Tastatur zu spielen, also die Knöpfe sind ziemlich weit auseinander. Also. Da würde ich schon sagen, ist schon ganz gut, wenn man hier mit dem G-Pad spielt, ne? Auch wenn es ungewohnt ist, aber für mich, ich habe mich dran gewöhnt. Ich musste mich ja dran gewöhnen. Ja. Und das Spiel ist hier nicht ausgelegt für ein G-Pad. Man kann zwischendurch schnell mal so die Senne drücken. Man muss ja nicht extra runter auf C oder V, was hier bei der Tastatur ist. Ach, oh, jetzt blendet er da vorne.
Kann hier was essen? Du hast ihn! Wunderbar. Hier war ich auch schon mal. Ach, sind wir jetzt? Nee, doch. Wir sind wieder bei dem. Bei der anderen Kusse Uschi da. Suche oberhalb der Ballenriesen nach Hinweise von Manoway. Seid nicht der Alte, die da. Oberhalb, okay. Das war doch da, wo wir die Dings nachgelaufen sind, ne? Die, na komm. Hopp, hopp, hopp. Jetzt bist du nicht mehr angezeigt, okay. Ach doch, da unten. Was ist da zum Baum? Dämmerglanz aus. Ich glaube, da habe ich schon genug. Ja. Drachenmantel-Ei. Ja, komm. Können wir? Gut. Okay. Okay, nicht tadellos, aber trocken. Weil wir schon mal hier sind, ne? So. Rüchenstielzapfen. Wo denn? Bitteschön. Rauchen wir doch. Ach, hier oben. Der ist auch hier, Leute. Weil wir hier sind, wir müssen sie loswerden. Wir müssen sie rauspacken. So, das sind die Jodeneier, die komischen Dinger, ja. So, was packen wir denn raus? Wenn wir es wieder rauspacken, dann ärgern wir uns nachher. Oh, die hätten wir gebrauchen können. Irgendwo noch was, irgendwas Grünes hier? Nee, shit. Was haben wir gleich doppelt? 56. Okay. 45 haben wir auch doppelt gut. Die Ding. Wenn es trocken ist, dann können wir die einsammeln. Ne? Okay. Tadellos. Hat mir nicht. Ach, der ist grün. Ja, nee, denn. Komm, gehen wir mal runter. Will ich euch nicht allzu lange aufhalten. Aber ich will immer noch wieder zwischendurch schauen. Weil der Olaf ist ja nicht so der Looter. Ich loote ja meistens für ihn mit. Da lang. Ja. So, hier gibt es Durchsuche. Feuer, okay. Noch was? Weinender Riese, oder? Und die Samen. Manuel war hier. Finde Manuel, indem du Taktaris Geschichte hier. Steinkaskaden. Steinkaskaden. Die von A nach B oder was hier. Jetzt wieder runter. Okay. Könnten wir dahin oder hier, ne? Bei dem Gashörungsanlage. Bravo und dann rüber. Ach, wir machen hier, ne? Lolololololololol. Haben wir euch schon gezeigt, wie weit wir schon mit der Reinigung sind? Hier, wir haben schon 75% hergestellt. Die sind gut. Ja, die sind gut. Lebensmittelbehälter. Brauchen wir Lebensmittel? Nee. Ja, schon alles geplündert.
Terra, du lässt nach. Hier müssen wir hin. So, da ist erstmal ein Materialkorb. Da können wir erstmal was reinpacken. Weil sonst sind wir so schnell voll. Bum, 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 bum. Ach, wir haben noch genug Luft. Zum Reinpacken. Dann holt er sich ja alles automatisch wieder raus, ne? Außer aus der Gruft, hätte ich beinahe gesagt. So. Oder müssen wir das rausholen? Keine Ahnung. Ich packe jetzt erstmal alles rein. So. Gut. Haben wir erstmal ein bisschen Luft. Da müssen wir hin. Komm, Storm, Shadow, komm her hier. Wobei laufen wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Vielleicht finden wir ja noch was. Der war nicht kommen. Wolken, Kiefernrinde. Ist aber nicht das, was wir markiert haben, ne? Sonst würden die gelb leuchten. Hier habe ich doch was gesehen, was gerade gelb geleuchtet hat. Auf dem Baum landen? Echt? Cool. So, Leute. Die Folge wird auch wieder länger gehen. Ich glaube, das haben wir voll. Nee? Okay. Ja, ist doch besser, wenn man zu Fuß unterwegs ist, ne? Ich höre da schon wieder welche knackern, knastern unten da hinten. Das für Spuren? Echo-Schreit erfährt, okay. Ach, sind die jetzt schon? Nee, Meerhirsch. Jungtier. Da gibt's was Goldenes wieder. Aber die tun uns ja nichts, ne? Warte mal, mal kurz. Nochmal ein Papier schauen. Ihr habt Glück, ihr könnt leben. Ich will nichts von euch. Ach, die Echo-Schreiter wandert nicht, die immer hier Gift spuckt? Fällt mir gerade ein. Kann sein, ne? Innerhalb des Questgebiets. Moment. Im Grün. Behemmtes Nashorn. Violett, Violett, da hätte ich noch Art. Hier ist doch schon wieder einer verletzt. Wo bist du? Da ist er. Piep. Komm her, ich komm tu her. Dir nichts. Ich will doch nur ein Bauteil verdienen. Alles wird gut. Oder Setzteil. Da, komm. Oh. Na los, du bist frei. Du bist frei. So. Sind wir schon im Questgebiet? Nee, ne? Hier ist. Blablabla. Doch, wir sind schon im Gebiet hier, ne? Und nee, untersuche das Gebiet nach Hinweisen auf Manris Verbleib. Die Brotkrumensuppe wenn hier. Behemmtes Horn, ja.
hier vorbeigelaufen. So intelligent wie der Terra war. Ich könnte ewig hier bleiben. Ja, dann bleib doch da. Okay. So. Der wird da vorbeigelaufen, gar nicht mitgekriegt. Hab mich schon wieder auf meine Loot-Sachen konzentriert. Moment. Die Wurzel ist, die ist interessant. Da fliegen so viele Dinge. Hetzenstrahlwurzel. Am Tage, wir haben es nachts, okay. Innerhalb des Questgebietes sind wir jetzt, okay. Ah, hier. Im Kampf getötet von... Ich weiß nicht. Ob das ein Hinterhalt war? Fußspuren. Na, wie? Da rannte vermutlich jemand um sein Leben. Aber wer war das? Ja, der RDA bestimmt nicht. Haben wir noch was hier? Pfeile? Na, wie Pfeile? Einer nach dem anderen abgefeuert. In Panik. Offenbar überrascht von der RDA. Okay, müssen wir jetzt Pfeile mit RDA verbinden oder was? Mal gucken. Ich frage mich, ob... Ob? RDA und Na'vi treffen aufeinander. Na'vi legt ein Paar um? Könnte man Wei gewesen sein. Okay, war schon richtig so. Fußspuren. So, mit was verbinden wir die Fußspuren? Wir können ja erstmal schon mal anlegen. Ich frage mich, ob... Ey, da ist noch was. Ach nee. Oder doch? Nach Untersuchung stoppen. Ich frage mich, Fußspuren. Was haben wir noch hier? Ja, la. Fußspuren gehen in dieser Richtung. Das hat bloß beenden. Wollen wir weitergehen? Ah, das Video wird auch wieder länger, die Folge. Hab das Gefühl. Der Hemd ist nass. Ich muss mal kurz gucken, was für Stoffe hier brauchen. Haut, Beinherstellung, okay. Deswegen läuft die auch gelb. Weil wenn jetzt gerade ausgeht, sind wir gleich raus aus dem Questgebiet. Siehst du? Das muss hier irgendwo sein. Läuft weg, müssen wir auf den Baum. Was bist du wieder für Moos? Da kann man nicht vorstellen, die auf dem Baum sind. Oder? Warte mal, da oben ist was, das leuchtet. Hinweisverbind, komm. Ein Na'vi ist geflüchtet. Verlor einen Beutel, der nach Samen riecht. Die Manue gern mag. Aha. Ein einsamer Na'vi, wahrscheinlich Manue, trifft auf RDA. Alle unvorbereitet. Der Na'vi schaltet ein paar RDA-Leute aus, flüchtet. Oh. Verliert einen Beutel. Können wir den auch noch looten? Folge dem Duft des Beutels. Okay. So werde ich dich finden. Okay. Ja, noch ein paar Materialien gefunden, dann schon mal gut. So, wo ist der Duft des Beutels? Ach, da unten. Ja, wir. Hier komm. Laufen oder fliegen? Ach, wir laufen jetzt. Ja. Und schwimmen. Nun kann ich ganz ich selbst sein. Schwimm ein bisschen schneller, mein Freund.
Wobei immer nicht zwischendurch mal gucken, ne? Die machen bestimmt hier auch Spaß, ne? Wenn man hier ist. Wäre vielleicht besser beim Fliegen, ne? Oder hier zu anstrengend. Wisst ihr was? Wir werden mal fliegen jetzt. Ich wollte gerade sagen, fliegen wir nicht dahin, wo wir hin sollen, dann brauchen wir gar nicht fliegen. So. toll. Die waren doch schon da. Aber macht festes dann. Wir steigen ab. So. Die waren ja schon da, ich dachte, die noch weiter. Naja, Terra, ne? So ist das. So. Da, da, Sarin, da, da. Du, unglaublich. Komm her, es ist gefährlich gesehen zu werden. Ja, ich bin auch schon da. Hinter dir. Dreh dich um. Olaf, dreh dich um. Nee, Manuel, tut es weh? Keine Sorge, nur ein paar Schrammen, sonst nichts. Die Himmelsmenschen hatten nicht damit gerechnet, dass ich kämpfen kann. Ich auch nicht. Ja. Warum bist du allein hier? Dakaris Geschichte? Ja, dabei bin ich auf die Himmelsmenschen gestoßen. Und gleich so viele. Aha. Der alte Manway hat sich schön erschreckt, was? Sie haben sogar einen fiesen Metall-Ikran geschickt. Ehrlich? Ach so. Ich habe sie aber aus gutem Grund hierher geführt. Hier gibt es sehr viele Schwärme, die weitaus schlimmer sind als Pfeile. Die werden unsere Heimat kennenlernen. Oh. Ja. Aber zuerst ruhe ich mich aus. Mach das mal, mach das mal. Bleib ruhig, Manuel. Du bist verletzt und darfst nicht kämpfen. Nein, ich... es ist fast geschafft. Gott. Dakari bringt mich um, wenn sie wüsste, dass ich dich kämpfen lasse. Na. Oh, ich sehe ihren Blick direkt vor mir. Ja, also gut. Oh. Ich bin in Gedanken bei dir. Betrachte es als Ewas Geschenk über mich. Alles klar. So, dann machen wir hier mal einen Break wieder, ne? Ein Cut. Weil sonst, glaube ich, wieder zu lang. So, findet die EDA-Patrouille, die Manuel verfolgte? Verfolgt. Die waren flussabwärts am normalen Fluss entlang unterwegs. Ihr Fluggerät verbietet es, den Bögen der Schattenbucht zu nahe zu kommen. Alles klar, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Bis dann, euer Terra. Ciao! Wir ruhen uns mal mit dem alten Herrn hier aus und, oh, und still vor uns sind. Bis dann. Ciao!